Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. So, wir müssen jetzt alter Ego zur Toilette bringen. War das die Mädchen- oder die Jungen-Toilette? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee. Hey, Makoto. Los. Bist du dir sicher, dass alle Dokumente fort sind? Ich kann dir einfach nicht glauben. Geh und schau nochmal nach. Was? Lieber, ne? Los, beeil dich und geh. Und renn nicht weg, ja? Ich warte hier auf dich. Oh, ich verstehe. Sie tut nur so, sie schauspielert. Oh Mann, sie war so überzeugend. Ich dachte schon, ich hätte sie schon wieder verärgert irgendwie. Wieso stehst du da einfach nur rum? Beeil dich. Okay, ich gehe ja. Ja. Und sei gründlich. Ich zähle auf dich. Sehr cool. Kyoko ist die Beste, ey. So. Dann müssen wir da hinten durch. Huch, da sind ja tatsächlich noch Blätter auf dem Boden. Okay, zunächst müssen wir ein Netzwerkkabel finden. Kyoko meinte, hier sollten ein paar Kabel in den Schubladen sein. Yay, gefunden. Das ist ein Netzwerkkabel, richtig? Jetzt müssen wir nur noch alter Ego verbinden. Sofort machte ich mich an die Arbeit. Ich zog den Laptop raus und schloss ihn an den Ethernet-Port an mit dem Kabel. So, damit sollte es gehen. Ja, ich glaube, es hat funktioniert. Überlass mir einfach den Rest. Ich schwöre, ich werde etwas finden. Ich werde vielleicht sogar in der Lage sein, eine Verbindung zur Außenwelt herzustellen. Wenn ich kann, dann werde ich versuchen, nach Hilfe zu rufen. Also warte bitte nur ein Weilchen länger. Halte durch und vertraut mir. Als ich gerade gehen wollte, entschloss ich mich... to leave him with... Ah, okay, also ihm noch etwas mitzuteilen. Was auch immer geschehen mag. Wir kommen hier raus. Du und der Rest von uns. Als Freunde. Freunde? Sogar ich? Vielen Dank. Danke, Makoto. Und, wie ist es gelaufen? Nun, es ging ganz gut, aber alle Dokumente sind fort. Genau wie ich dir schon gesagt hatte. Meine Antwort war ein unbeabsichtigter Mix aus Schauspielern und wahren Gefühlen. So. Verstehe. Dann gibt es hier nichts mehr für uns zu holen. Danke. Auf Wiedersehen. Bevor ich wusste, wie mir geschah, lief Kyoko fort. Sie schauspielerte nicht mehr. Da war ich mir sicher. Kyoko? Danke. Ja? Also trennen wir uns jetzt einfach? Danke. Natürlich. Zu diesem Zeitpunkt habe ich keinen Grund, länger bei dir zu bleiben. Naja, vielleicht, aber ist es nicht ein bisschen zu direkt? Soll ich mich jetzt zurückhalten und versuche, irgendwas zu sagen? Oh, du bist so anstrengend. Das ist es nicht, was ich meinte. Ich dachte nur, es gab da noch etwas, über das ich mit dir reden wollte. So, ich meine, zum Beispiel, was hast du vor bezüglich Sakura? So. Naja, irgendwas muss getan werden, das ist wahr. Ja. Aber so wie die Dinge momentan stehen, können wir die anderen unmöglich überzeugen. Sie wollen einfach nicht zuhören. Was sollen wir denn dann tun? Wenn wir irgendeinen neuen Hinweis finden könnten, das würde die Situation vielleicht verändern. Das ist das Einzige, auf das wir hoffen können. Und das ist auch der Grund, warum alter Ego... Alles, was wir tun können, ist warten und an unsere Freunde glauben. Du hast recht. Das ist unsere einzige Option. Wir trennten uns und ich begab mich zurück in mein Zimmer. Entschuldigung. Bisschen überdreht heute. Ich bin ziemlich erschöpft. Daher legte ich mich ins Bett. Vielleicht wegen dem Stress, weil wir alter Ego in das andere Zimmer gebracht hatten. Aber ich war noch viel erschöpfter, als ich gedacht hatte. Und deswegen nach kurzer Zeit einfach mal weggeratzt. Bin ich eingedöst. Oh, da klingelt jemand. Das laute Geräusch der Türklingel bahnte sich seinen Weg durch meinen Schlaf und zog mich zurück in die reale Welt. What's going on?
Wer könnte das sein? Naiki-kun. Makoto, komm hier raus. Kyoko, was ist los? Hina ist gerade zu mir gekommen und sie war weiß wie ein Geist. Oder bleich wie ein Geist oder blass wie ein Geist. Oh, es hört sich an, als wäre etwas geschehen. Was? Als ich diese Worte vernahm, begann mein Herz etwas schneller zu schlagen. Plötzlich war ich wach. Sie meinte, wir sollten in den Rec Room kommen, in den Unterhaltungsraum. Der Rec Room? Okay, schnell! Was ist los? Makoto, Kyoko! Hina, was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Im Rec Room. Was ist da drin? Da war... Also an der Tür des Rec Rooms war ein Fenster und ich schaute hinein. Und als ich das tat... Sakura? Ist sie bewusstlos? Sie sitzt in einem Stuhl, aber es ist, als würde sie mit ihrem Kopf so nicken? Nee. Was ist los? Ist dir etwas zugestoßen? Naja, ich lief einfach nur vorbei und da bemerkte ich sie durch das Fenster. Aber ich krieg die Tür nicht auf. Ich habe versucht zu klopfen, ich habe nach ihr gerufen, aber sie antwortet nicht. Was können wir denn nur tun? Was sollen wir tun? Zunächst einmal müssen wir in dieses Zimmer hinein. Aber die Tür ist versperrt, richtig? Und wenn wir uns Zugang verschaffen, dann... Ach so, ja klar, dann verletzen wir die Regeln der Schule. Wir werden uns den Weg hinein kämpfen. Aber ich habe doch gerade gesagt... Die Tür ist nicht versperrt. Ah, sie ist nicht versperrt, weil der Rec Room gar kein Schloss hat. Hä? Aber wieso ist dann... Es ist fast so, als würde etwas gegen die Tür gestemmt werden auf der anderen Seite. Ist das der Stuhl? Stuhl? Jedenfalls, diese Tür ist nicht verschlossen. Das bedeutet, dass die Regel nicht darauf anzuwenden ist. Dann haben wir ja kein Problem, wenn wir sie aufbrechen, nicht wahr? Wir sollten das Fenster einschlagen. Das sollte der schnellste Weg sein. Okay, ich werde etwas holen, mit dem wir das Fenster kaputt machen können. Wartet kurz. Im Rec Room hatte Sakura sich immer noch keinen Zentimeter bewegt. Sie ist einfach nur bewusstlos, richtig? Geht es ihr gut? Ich meine, es ist Sakura, deswegen bin ich mir sicher... Kyoko antwortete nicht. Da war nur Stille. Aber diese Stille dauerte nicht lange an. Hier! Ich habe einen Besen gefunden. Im Klassenzimmer. Benutze ihn. Du kriegst das hin, richtig, Makoto? Komm schon, bitte beeil dich. Okay, ihr zwei, geht zurück. Ich griff nach dem Besen und schwung ihn. Naja, ich haute damit so stark ich konnte zu. Ich zielte direkt auf das Fenster. Und ich brauchte nur einen starken Schlag. Das Fenster zersplitterte in hunderte von Stücken, die sich auf dem Boden des Rec Room verteilten. Meine Hand, ich fasste durch das nun offene Fenster mit meiner Hand hindurch und versuchte, den Stuhl zu entfernen, der gegen die Tür gelehnt war. Oh, der ist ganz schön schwer, aber wenn ich einfach... Mit all meiner Kraft stoß ich dagegen und schließlich drehte sich der Türknauf. Sakura! Ich rannte so schnell ich konnte zu ihr hinüber. Aber als ich meine Hand auf sie legte... Oh nein! Ist sie echt tot? Ach du Scheiße! Alles, was ich fühlte, war kalter Tod. Ich konnte nur noch ein ganz wenig letzte Wärme spüren. Das Leben war aus Sakuras Körper gewichen und dann... Eine Leiche wurde entdeckt. Ja, okay, das ist ja das gleiche wie immer.
Oh, ich hab's schon befürchtet, dass Sakura oder Hina stirbt. Oh Mann. Es tut mir so leid. Sakura war eine ganz liebe. Das ging diesmal dann doch schneller. Ne? Es waren keine 3 Tage, es waren nur 2 Tage. Und dann ist es passiert. Also am 3. Tag quasi. Sakura-chan. Sakura-chan. Sakura-chan ist tot? Sie ist wirklich tot? Ich hörte, wie Hina sprach, aber meine Augen starrten nach vorne. Ich konnte nur anschauen. Ich konnte nur Sakuras toten Körper anstarren. Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Es ist schon wieder geschehen. Sie murmelte zu sich selbst und begann vorsichtig, Sakuras Leiche zu untersuchen. Ich fragte mich, ob sie gerade dabei war, zu bestätigen, ob Sakura wirklich tot war. Suchte sie nach einem Puls, nach einer Reaktion? Ich muss sie holen. Ich muss die anderen holen. Auf zittrigen Beinen verließ Hina den Rec Room. Und ich? Wieso? Wieso musste das geschehen? Das war alles, was ich sagen konnte. Ich wiederholte es immer und immer wieder. Ich muss Sakuras Leiche untersuchen. Ich stand einfach regungslos hinter ihr, während sie Sakuras Leiche untersuchte. Die Zeit verging. Während ich dort so stand, nicht in der Lage, etwas zu tun, da verging die Zeit einfach. Und nach ich weiß nicht wie langer Zeit... Ich hab alle geholt! Ogre! Oh, sie ist also tot, huh? Sakura wurde ermordet. Ich verstehe. Sobald sie angekommen waren, begann Kyoko... Du hast die Ankündigung eben gehört, richtig? Du weißt also, was das bedeutet. Sakura wurde ermordet. Und von jemandem in diesem Raum. Ist es das, was du sagen wolltest? Nein. Wer auch immer sie getötet hat, ist nicht einfach nur jemand in diesem Raum. Es war einer von euch. Einer von euch, Hiro, Byakuya, Toko. Einer von euch hat Sakura getötet. Du willst uns verdächtigen, bevor du überhaupt mit der Untersuchung begonnen hast? Ich muss überhaupt nichts untersuchen. Du hast sie doch gehasst. Du hast ihren Anblick gehasst. Einer von euch hat es getan, ich weiß es. Du weißt es? Ich wusste ja gar nicht, dass dein Power-Level so stark ansteigen würde, nur weil du sauer wirst. Was machst du hier? Ist es nicht offensichtlich? Ich wollte euch meinen kleinen Mordflyer überreichen. Richtig, der nächste Monokuma-File. Und werd nicht so sauer, Miss Asahina. Oder du wirst dieses schöne kleine Gesicht ruinieren. Also dann, damit ich... Moment mal. Es gibt etwas, was ich dich fragen möchte. Du warst es, nicht wahr? Du hast Sakura getötet. Sakura wollte den Mastermind zu einem Duell herausfordern. Vielleicht habt ihr beiden wieder gekämpft und dann... Dann habe ich sie getötet? Sorry, nicht ganz. Naja, nicht mal annähernd. Die ganze Sache ist jetzt total irrelevant. Sakura hat ein schlimmes Ende gefunden, ohne überhaupt die Chance zu erhalten, die Sache mit mir zu beenden. Oh ja, Gott sei Dank dafür. Das hat mir wirklich einiges an Ärger erspart, dass ich nicht diesen kleinen Kampf noch machen musste. Denn selbst für jemanden wie mich wäre es keine angenehme Sache gewesen, einen Behemoth wie sie bekämpfen zu müssen. Ich sag euch, ich habe mir ganz schöne Sorgen gemacht. Ich meine, sie hatte natürlich eine Regel verletzt, indem sie mich attackierte. Aber ich war nicht in der Lage, sie zu bestrafen. Also weiß ich nicht, wer es war. Aber wer auch immer der Verbrecher diesmal ist, ich schulde ihm etwas. Du schuldest ihm etwas? Upsi, bevor du ganz pissig auf mich wirst, solltest du lieber herausfinden, wer es war. Denn ich meine, eure Leben hängen ja schließlich davon ab, richtig?
Was zur Hölle? Er ist ihm etwas schuldig? Ich hasse ihn. Ich hasse diese ganze Sache. Tja, ausnahmsweise bin ich mal froh, dass es Sakura war. Immerhin hat sie für den Mastermind gearbeitet. Wie kannst du jetzt so etwas sagen? Sorry, aber ich habe keine Zeit für dein Gelaber. Das nächste Spiel hat bereits begonnen. Wenn du auf jemanden sauer sein willst, dann sei auf den sauer, der Sakura getötet hat. Momentan ist unsere Hauptpriorität, Sakuras Killer zu finden. Wenn wir das nicht hinbekommen, sind wir alle tot. Dann sollten wir diesmal entscheiden, wer die Leiche bewacht. Ich werde es tun. Hina? Es geht schon. Lasst es mich tun. Außerdem, ich möchte hier sein, bei Sakura. Okay, dann ist Hina die Wache Nummer 1. Aber wir brauchen eine weitere. Kyoko, du. Ich? Du bist immer ein Dorn in meiner Seite oder an meiner Seite. Diesmal wirst du einfach nur dabei stehen und beobachten. Das ist ein Befehl. Ein Befehl? Eva. Gut, ich bleibe hier. Dann ist es ja entschieden. Wollen wir beginnen? Halt mal! Bevor es soweit ist, möchte ich etwas sagen. Und das wäre? Hiro, Byakuya, Toko. Keinem von euch ist es erlaubt, den Tatort zu betreten. Was? Einer von euch hat Sakura getötet. Ich werde nicht zulassen, dass so jemand in ihre Nähe gelangt. Sei doch nicht bescheuert. Unsere Leben sind genauso in Gefahr wie deines. Wir haben ja wohl jedes Recht, hier Untersuchungen zu betreiben. Ist mir doch egal, was du sagst. Ich werde nicht zulassen, dass derjenige, der Sakura getötet hat, irgendwie in seine... Quatsch, in ihre Nähe kommt. Selbst wenn es bedeutet, dass ich Gewalt anwenden muss. Ihr kommt ihr nicht nah. Ich schätze, weitere Diskussionen sind nur Zeitverschwendung. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Ich werde dich nicht darum bitten, uns alle reinzulassen. Nur mich. Was? Dir ist es doch egal, oder? Ihr seid sowieso beide nutzlos. Na, mir ist es ziemlich egal. Ich möchte lieber meine Zeit damit verbringen, eine weitere wundervolle Fantasie mir auszumalen, in der der Master vorkommt. Und du, Hiro? Hast du Probleme damit? Wenn du das willst, was kann ich schon machen? Ich meine, ich habe doch nichts zu verstecken, also wieso sollte es mir etwas ausmachen? Dann ist es entschieden. Überhaupt nichts ist entschieden. Ich weiß, wie du dich fühlst, Tina, aber du solltest wirklich zustimmen. Aber... Wir müssen herausfinden, wer Sakura umgebracht hat. Für jene von uns, die noch am Leben sind und um Sakuras Gedenken zu ehren. Okay, ich schätze, es ist in Ordnung. Aber was auch immer geschehen mag, Byakuya, du darfst sie auf keinen Fall berühren. Natürlich. Wer möchte denn so einen dreckigen, toten Körper berühren? Das reicht jetzt aber. Hört auf mit dem Streiten. Wir müssen uns auf die Untersuchung konzentrieren. Alle, behaltet das im Hinterkopf. Wenn wir nicht herausfinden, wer Sakura umgebracht hat, dann müssen wir uns alle der Hinrichtung stellen. Herausfinden, wer Sakura getötet hat. Es geht hier nicht darum, zu hoffen, es zu schaffen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir es schaffen. Das ist irgendwie eine Art von hoffnungsloser Hoffnung. Wir haben keine andere Wahl, als es einfach zu tun. Untersuchung. Okay, zunächst sollte ich mir die Monokuma-File anschauen. Das Opfer ist Sakura Ogami. Der Todeszeitpunkt ist ungefähr um 12 Uhr mittags. Die Leiche wurde im Rec Room gefunden, im dritten Stockwerk der Schule. Es gibt Hinweise auf einen starken Schlag auf den Kopf des Opfers. Keine anderen Verletzungen vorhanden. Es scheint aber, dass zu irgendeinem Zeitpunkt das Opfer Blut gespuckt hat, also wirklich übergeben hat sich blutig. Nee. Ich denke, der Fall diesmal könnte eine Herausforderung sein. Wieso das? Der einzige Weg in den Rec Room ist die Tür, durch die wir gerade gekommen sind. Und diese Tür wurde versperrt mit einem Stuhl von innen. Das bedeutet, der Killer muss
irgendwie noch entkommen sein, nachdem er die Tür schon verbarrikadiert hatte. Wenn also die Tür von innen versperrt wurde und es gab keine Möglichkeit, hinein und hinaus zu gelangen, bis wir das Fenster zerstört hatten, da gibt es ja quasi keine Fluchtmöglichkeit, richtig? Mit anderen Worten, das hier ist ein klassischer versperrter Raummord. Versperrter Raummord? Ich schätze, in Mystery-Filmen und Büchern und sowas sieht man das häufiger. Aber kann sowas wirklich im wahren Leben geschehen? Und direkt vor unseren eigenen Augen? Bist du interessiert daran, mehr über diese versperrte Räume-Morde zu erfahren? Ja, klar, wenn es dir nichts ausmacht. Aber das werden wir im nächsten Part von Danganronpa uns anhören. Bei mir hat sich sofort eine Theorie gebildet, aber ich weiß nicht genau, ob ich die teilen soll. Am Ende ist die wahr und ich habe euch voll beeinflusst. Aber eigentlich, da ich es nicht weiß, finde ich, kann ich meine Theorie teilen. Aber keiner darf, der es weiß, darf die bestätigen. Also, wenn ihr es wisst, wie es war, dann bitte jetzt nicht sagen, ja, du hast recht oder nein, du hast nicht recht. Ich könnte mir vorstellen nämlich, dass es Hina war, aber in Absprache mit Sakura. Sie wissen, weil Sakura weiß ganz genau, dass sie Hina niemals verdächtigen würden. Und vielleicht möchte sie so dafür sorgen, dass Hina raus kann. Und vielleicht hat Hina gesagt, dafür hilft sie Sakura, diese Person zu retten, die ja als Geisel gehalten wird von Monokuma. Also ist jetzt nur so eine Vermutung, aber eigentlich doch recht logisch, oder? Das würde nämlich auch den abgeschlossenen Raum erklären, weil sie noch Zeit hatte, weil vielleicht wurde sie vergiftet. Oh mein Gott, ich denke zu viel nach. Aber auf jeden Fall fände ich es einigermaßen logisch. Ich bin total gespannt, was sich hier ergeben wird. Aber das werden wir ja noch herausfinden. Aber wahrscheinlich wird es noch komplizierter. Wahrscheinlich denke ich jetzt, oh ja, klare Sache. Und dann wird es noch viel komplizierter. Na gut, ihr Lieben. Also, dann bis zur nächsten Folge von Danganronpa. Dann bis dann. Ciao, ciao.